Hallo zusammen, ich begrüße euch zu unserem kleinen Vorstellungsvideo von unserem Projekt Weather4GL. Mein Name ist Nils Scheunemann, ich bin 19 Jahre alt und wohne im Kanton Glarus. Auf meiner Seite ein ganz herzliches Willkommen. Mein Name ist Nino Schmid, bin 19 Jahre alt, komme ebenfalls aus dem Kanton Glarus. Für das Projekt haben wir uns folgende Fragen gestellt. Der erste Punkt wäre da, ist es möglich, mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln den gesamten Kanton Glarus mit LoRa abzudecken? Zudem haben wir uns gefragt, können wir ein möglichst ressourceneffizientes Netz aufbauen und die Daten mit selber gebauten Wetterstationen liefern? So war es für uns wichtig, dass das Netz immer modular erweitert werden kann. Wir haben uns zudem gefragt, ist es möglich, unsere Wetterstationen und Infrastruktur modular optimieren? Dazu zum Schluss haben wir uns gefragt, ob man unsere Wetterstationen mit einem gewissen Bereich zu bestehenden Wetterstationslösungen vergleichen und Vor- und Nachteile erkennen kann. Um die Fragen zu beantworten, haben wir folgende Lösungen erarbeitet. Als erstes wäre da, dass die Wetterdaten aufgezeichnet werden von unseren eigenen Wetterstationen und über LoRa verschickt werden. Wenn die Daten dann verschickt werden, werden sie vom LoRa Gateway empfangen und in sogenannte TCP-IP-Packet verpackt. Die werden dann an den Server weitergeleitet. Unsere Serverinfrastruktur speichert die Wetterdaten dann langfristig und effizient ab. Am Schluss werden die Daten am Benutzer visuell dargestellt. Dafür verwenden wir das Tool Grafana, was da zu sehen ist.